Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Florian Wilk von der CMC in Larnaca auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Zypern. Und ich möchte dich heute ganz, ganz herzlich einladen zu unserer Kennenlernreise nach Zypern. Und zwar wurde ich in letzter Zeit immer häufiger angesprochen, ob wir nicht mal ein Schnupperangebot, eine Schnupperreise anbieten könnten nach Zypern. Und das habe ich gerne aufgenommen natürlich. Diese Hinweise und möchte ganz gerne heute die Gelegenheit nutzen, dich einzuladen. Kontaktiere mich sehr, sehr gerne, wenn du interessiert bist. Und zwar findet die Investmentreise statt vom 23. bis 26. August, also von Montag bis Donnerstag. Die Anreise sollte individuell stattfinden. Natürlich kannst du auch schon ein, zwei Tage früher anreisen oder später abreisen, ganz individuell, ja. Denn das ist natürlich möglich. Also ich bin da sowieso flexibel, aber das Rahmenprogramm erstreckt sich eben vom 23. auf den 26. August. Wir starten in Larnaca am Montag, den 23. lernen uns erstmal kennen, dass jeder in der Gruppe die Möglichkeit hat, sich vorzustellen, Kontakte zu knüpfen mit Gleichgesinnten, auch mit Auswanderern natürlich, in aller Regel Unternehmer, die sich mit dem Thema Auswandern nach Zypern befassen und sich ein Bild hier vor Ort machen wollen. Dann zeige ich einige Immobilienoptionen hier in Larnaca, was es so gibt aktuell an Investmentoptionen, auch natürlich als eigene Immobilie, entweder zur Miete oder zum Kauf, dass ihr einfach ein Gefühl bekommt für den Immobilienmarkt in Larnaca. Larnaca entwickelt sich gerade ganz, ganz toll. Hier gibt es wirklich tolle Investments, auch mit tollen Return of Invest. Also das wird ganz, ganz spannend. Und ich stelle natürlich auch mein Partnernetzwerk vor hier in Larnaca, was den Bereich Immobilien anbelangt. Also das ist der Fokus am Montag. Und dann erkläre ich noch einige Dinge zum Thema Zypern Limited, zur Wohnsitzanmeldung, zum Nondom, einfach um nochmal einen Rahmen zu geben, wie das Ganze abläuft. Und dann kann man natürlich in der Gruppe ganz individuell auf Fragen eingehen, weil man ja schon die Dinge immer Case by Case sehen muss und einfach jeder Fall anders ist. Und da gehe ich dann sehr, sehr gerne natürlich auf eure individuellen Fragen und auf eure individuelle Situation ein. Am Dienstag geht es dann nach Limassol. Wir schauen uns die Marina an dort, machen eine Stadttour in Limassol, dass ihr einfach die Stadt besser kennenlernt. Und dann geht es am Nachmittag nach Omodos in das bekannte Weindorf mit einem fantastischen Ausblick und einer Weinverkostung, um dort den Dienstag ganz entspannt in den Bergen mit etwas Abkühlung ausklingen zu lassen. Also das wird ein ganz, ganz toller Tag und vor allen Dingen Nachmittagabend, wo man dann sich nochmal in Ruhe kennenlernen kann und ganz entspannt dort in den Weinbergen die Zeit verbringt, auch dann dort übernachtet. Am Mittwoch werden wir dann uns Paphos genauer anschauen. Auch dort zeige ich wieder ein paar Immobilienoptionen, einfach, dass du ein Gefühl bekommst, wie lebt es sich in Paphos im Vergleich zu Larnaca, und stell dir auch natürlich mein Partnernetzwerk vor in Paphos, sodass du einfach ein Gefühl bekommst für den Markt vor Ort, wie man dort lebt, was für Preise dort aufgerufen werden, und dann einfach für dich auch ein besseres Gefühl bekommst, wo du dich womöglich wohler fühlst. Ja, in Larnaca Paphos, das ist immer sehr individuell, und deswegen ist es wichtig, denke ich, wirklich beide Orte kennenzulernen. Limassol ist in aller Regel nicht so favorisiert von unseren Auswanderern, aber auch dort sind wir natürlich am Vortag. Also du bekommst, denke ich, da ein sehr umfassendes Bild zu Zypern und kannst dann eine Entscheidung treffen, wo du dich vermutlich wohler fühlen wirst und wo es einfach für dich vom Bauchgefühl besser passt. Und am Donnerstag geht es dann final nach Polis und Laci. Das ist im ganz nordwestlichen Teil Zyperns, etwas abgelegener, einfach für einen ruhigen Ausklang. Wir gehen in ein ganz, ganz tolles Restaurant dort essen, in einem sehr, sehr tollen Hotel, muss man wirklich sagen. Und lassen dort nach einer Bootsfahrt zu der Blauen Lagune nochmal den Abend ausklingen und werden auch viel Gelegenheit haben, die verschiedensten Dinge durchzusprechen, sodass du einfach für dich alle Informationen mitnehmen kannst, die du brauchst, um für dich zu entscheiden,
Ist Zypern die richtige Insel für dich, für deine Familie? Passt alles, ja, was das Steuerliche anbelangt natürlich, aber auch Lifestyle, Immobilien, Networking. Und ja, dann haben wir einen tollen Abschluss in Lahti. Ganz, ganz wichtig zu wissen, ich kümmere mich natürlich um sämtliche Transporte, ja, um Übernachtung, um alle Mahlzeiten von A bis Z. Und du brauchst dich also um nichts weiter zu kümmern. Natürlich ist der Rahmen flexibel. Also wir sind hier auf Zypern natürlich ganz tiefenentspannt und ich richte mich da gern nach deinen Vorstellungen. Wir können auch natürlich im Vorgang oder Nachgang uns nochmal individuell treffen. Auch gerne bei uns im Office hier in Larnaca natürlich. Und auch dann ganz persönliche, individuelle Fragen durchsprechen. Werden aber auch viel Gelegenheit haben, zwischen den Aktivitäten auch Sachthemen zu besprechen natürlich ja, einfach auf dein Vorhaben einzugehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2000 Euro. Das ist meine Kalkulation für Übernachtung, für Mahlzeiten, Weinverkostung, Bootsfahrt, Transporte und eben allem, was dazugehört. Es kann ein klein wenig nach oben oder unten abweichen. Es wird da nichts aufgeschlagen oder ähnliches, sondern ich gebe die Kosten eins zu eins natürlich weiter. Mir geht es darum, dir einfach einen Service zu bieten, dass du einfach für dich Zypern kennenlernst, dass du weißt, ob es passt. Und natürlich freue ich mich, wenn wir im Nachgang zusammenkommen, wenn wir für dich, für deine Familie die Immigration, den Non-Dom, die Firmengründung, die laufende Buchhaltung etc. übernehmen dürfen. Das ist aber davon losgelöst natürlich. Es geht darum, einfach Zypern näher zu bringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also kontaktiere mich bitte via WhatsApp. Du findest meine Rufnummer unter diesem Video und schreib mich einfach an via WhatsApp oder Signal und buch dich bitte ein. Wir schicken dann eine Rechnung für eine Reservierungsgebühr und planen dich dann fest ein. Und wie gesagt, bitte rechtzeitig buchen, weil die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ich möchte das in einem überschaubaren Rahmen halten natürlich und nicht mit 30 Menschen natürlich. Es soll ja keine Massenveranstaltung sein, sondern wir wollen ja individuell in einer kleinen Gruppe dein Vorhaben besprechen und ja, einfach das sehr familiär und persönlich halten. Also ich freue mich sehr, dich auf Zypern begrüßen zu dürfen und freue mich sehr auf deine Buchung. Wenn du Fragen hast, komm jederzeit gerne auf mich zu. Ich schicke dir auch gerne weitere Informationen natürlich per WhatsApp. Herzlichen Dank und bis ganz, ganz bald, dein Florian Wild.